gibt Tage, an die erinnert man sich so genau, als hätte man eine Kamera bei sich gehabt und alles festgehalten. Das milde Licht morgens um 9:30. Spiel des Windhauchs in den Kirchenfahnen. Die Gebete der Frauen in der Prozession. Der von Leichnamstag 1962 in München war so ein Tag, den ich nicht vergesse. Man spürte schon morgens, dass es ein Gewitter geben würde. Seit Tagen hatten wir ein Sommerklima wie in Italien. Ich konnte es kaum noch aushalten vor Sehnsucht. Meine Haut schmerzte vor Verlangen nach. Ich versuchte es in Gedichten und Sätzen auszudrücken. Innerlich schrieb ich alles auf. Ich beobachtete das Geschehen in der Stadt. Dann mein Inneres. Ich empfand den Duft der Frömmigkeit, der Sünde, dieser Birkenzweige, die überall die Trottoirs einsäumten. Ich war selbst eine Birke und wartete auf den großen Sturm. Ich war ungeduldig an diesem Tag, vom frühen Morgen an gereizt. Als am späten Nachmittag das Gewitter niederging, gab ich gerade Klavierstunden. Tommy war der Sohn eines Designers und einer Schauspielerin, ein ekelhaft verwöhntes Kind. Ja, auch ich sehe diesen Tag deutlich vor mir. So, warte mal. Fangen wir nochmal von vorne an. Wir haben eine halbe Stunde letztes Mal drüber geredet. Das sind keine Viertel da am Anfang, das sind Achtel. Hier. Und weg. Genau. Ja, besser. Auf das C hin, die Phrase. Mal weiter. Wir machen das jetzt fast ein Jahr, das Stück. Du kannst einen wirklich wahnsinnig machen. Wenn du dich konzentrierst, dann geht's einigermaßen und beim nächsten Mal ist alles wieder weg. Sag mal, macht dir das Klavierspielen eigentlich Spaß? Interessiert dich das überhaupt? Ich freue mich jedes Mal, wenn sie kommen. Bestimmt. Außerdem ist es bei Ihnen viel schöner als beim Dr. Bach. Der hat nämlich ein Gebiss gehabt, wissen Sie? Tommy. Ja, Mama. Sei ruhig und übe. Ja. Der hat jedes Mal beim Vorspielen sein Gebiss aus dem Mund genommen. Immer musst du ablenken und schwatzen. Ja. Und da aufs Klavier gelegt. Da habe ich mich immer so geekelt. Tommy, das weiß ich doch alles. Und die Geschichte mit Fräulein Burkhardt? Die war mal Opernsängerin oder wollte es werden. Auf jeden Fall hat sie immer, wenn sie Klavier gespielt hat, mit ganz hoher Stimme mitgesungen. La, 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 la. Die habe ich auch gehasst. Und auch deswegen, weil sie immer so gestunken hat nach saurer Milch. Tommy, das hast du mir alles schon erzählt. Und deine Mutter hat es mir auch schon mal erzählt. Ich möchte nichts weiter, als dass du regelmäßig übst. Okay. Wenn du das nicht tust, dann komme ich nicht mehr. Ja? Also los, noch mal von vorne. Ich spiele dir das jetzt mal vor. Es ist wirklich kinderleicht. Ich habe das mit 7 Jahren schon gekonnt. Nimm mal dein Kissen. Gelernt hätte.
könnte Ihnen stundenlang zuhören, wissen Sie das? Meinen Sie, dass Tommy das auch noch mal lernen will? Er konzentriert sich einfach zu wenig. Wir haben solche Sorgen mit ihm in der Schule. Alles, was dir fehlt, ist Konzentration. Hm? Der Schulpsychologe meint, Musik sei das beste Heilmittel für ihn. Deswegen musst du das lernen. Na komm, ich sag dir was. Das Stück, das Weihnachten spielen kannst, dann bekommst du das, was du dir gewünscht hast. Erpresserin. Pferd? Ist das nichts? Ein Pferd gegen dieses Musikstück? Na, los geht's. Vielleicht haben wir ihm einfach zu viele Spielsachen geschenkt. Darf ich ein bisschen hierbleiben? Bitte setzen Sie sich. Ich möchte gerne, dass mir etwas über sich selbst erzählen. Über mich. Was möchten Sie denn gerne von sich erzählen? Alles? Alles. Wo kommen Sie her? Aus dem Rheinland. Aus dem Rheinland? Warten Sie mal. In dieser Familie herrschte ein merkwürdiges Einverständnis. Manchmal dachte ich, dass sogar Tommy eingeweiht war. Und was eigentlich? Das Gewitter hatte keine Abkühlung gebracht. Ich blieb zum Abendessen, obwohl mir dauernd zum Weglaufen war in dieser hermetisch verschlossenen Dachwohnung. Hätten Sie nicht Lust, nächste Woche mit uns nach Sylt zu fahren? Freunde meines Mannes, die dort leben, haben ein wunderschönes Haus in den Rügen. Wir verbringen da jedes Jahr unsere Ferien. 5 Wochen oder mehr. Tommy, dein Teller. Tommy! Unsere Freunde sind dann in Italien. Es gibt also Platz in Hülle und Fülle. 7 Zimmer plus Sauna. In Sylt, da laufen wir mal nackt rum. Die Mama ist sogar schon mal nackt einkaufen gegangen. Das war nur am Strand. Tommy. Was wir Ihnen anbieten wollen, ist Folgendes. Sie geben Tommy regelmäßig Stunden, beaufsichtigen ihn beim Üben und erhalten dafür freien Aufenthalt in der guten Seeluft. Sprich zu Ende, Liebling. Außerdem natürlich die Reisekosten und pro Woche 300 Mark. Das macht 1500 für die Dauer der Ferien. Vielleicht tut es Ihnen auch mal gut. Sie sehen sehr blass aus. Ich verspreche Ihnen auch, jeden Tag zu üben. 3 Stunden. Nix wie üben. Bitte nimm ihm das Buch weg. Tommy! Ja, also, wissen Sie... Ich bin darauf nicht vorbereitet. Ich wollte eigentlich in den Ferien in München arbeiten. Komponieren? Ja, auch. Es gibt einen sehr schönen Flügel in dem Sylterhaus. Tommy, wie heißt der Flügel? Steinway. Darf ich ihn noch mal nachschenken? Ich gebe Ihnen auf jeden Fall unsere Sylter-Adresse. Warum haben Sie eigentlich immer Ihre Gitarre dabei, wenn Sie zu uns kommen? Montags und donnerstags bin ich mal bei meinem Gitarrenprofessor. Danke. Aha, das ist in Kampen, da kennt uns jeder. Kampen ist sehr schön. Das wird Ihnen bestimmt gefallen. Sie reisen da jeden Sommer.
Jedes Jahr. Ja. Bisher? Wie lange hast du das gemacht? Ja. Vor allem gesellschaftlich. Vorsicht! Ist es ein Stradivari? Du sollst das nicht anfassen. Das ist sehr wertvoll. Tommy, du bist fürchterlich. Alles musst du anfassen. Komm jetzt her. Wie lange lernen Sie schon Gitarre spielen? Ungefähr 10 bis 12 Jahre. Und da nehmen Sie immer noch Stunden? Gitarre ist eines meiner Fächer an der Musikhochschule. Könnten Sie uns vielleicht etwas vorspielen? Na ja, gut. Bleib sitzen, Tommy! Ich suchte dich. Abends waren die Straßen voll von Menschen. An allen Ecken machte man Musik. Helga! Hallo! Helga! Hallo! 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 Na, was schreibst du? Zyklus. Was denn? Ja! Warum, wenn ich das immer gearbeitet habe? Ist die überhaupt von Arbeit hin? Was? Als ich von dem Krawall auf der Leopoldstraße hörte, da dachte ich, endlich geht es los. Als hätte ich den ganzen Tag darauf gewartet. Weißt du noch, wie das angefangen hat? 3 junge Leute hatten auf der Trottoirkante Musik gemacht und Rock'n'Roll-Lieder gesungen. Ein empörter Bürger aus dem Nachbarhaus hatte die Funkstreife gerufen. Und als die Polizeibeamten da waren und die jungen Leute wegschleppen wollten, da empörten sich die Gäste des Straßencafés. Einer von ihnen hatte aus dem Reifen des Polizeiautos die Luft abgelassen. Das wurde der Auslöser für die Straßenschlacht. Ich war auf dem Heimweg. Da haben sie mich umgerannt. Sehen Sie bloß, wie sie ausschauen. Ach, sie bluten ja. Ich habe nur heim wollen. Ich habe nichts getan. Die Polizei muss mich verwechselt haben. Es war das erste Mal, dass wir so etwas zu spüren bekamen. Dieser Hass der Staatsmacht auf alles, was jung war, was nicht an ihre spießige Ordnung glaubte. Was ist denn Ihre Meinung zu dem Ganzen? Sie stehen hier herum. Wir sind seit einem Tag hier in München und wir wissen überhaupt gar nicht, was wir schauen uns das einfach an. Sie haben eine Gitarre, haben Sie heute hier gespielt? Nein, ich weiß gar nicht, ich komme auch gerade erst dazu, ich weiß gar nicht, was los ist. Sagen Sie, sind Sie noch nicht geprügelt worden? Nein, ich weiß, was soll denn die Gitarre mit den Demonstrationen zu tun haben? Ja, genau. Was? Ich hatte mich durch Seitenstraßen verdrücken wollen. Aber gerade das hatte mich verdächtig gemacht. Sie wollten nicht mich, sondern nur meine Gitarre. Allein meine Gitarre hatte diesen Hass auf sich gezogen.
nicht etwas moderater? Sie bluten. Sie zittern. Hat man Sie denn auch angegriffen? Was will man denn die Studenten zu Freiwild erklären? Sowas hat es früher nicht gegeben. Was? Früher? Hören Sie auf, Fräulein Zerfall. Die Nazis waren auch nicht besser. Wie? Jetzt fangen Sie bloß nicht an, von den Nazis zu schwärmen! Mäßigen Sie sich bitte. Moment. Ich verstehe, dass Sie empört sind. Gehen Sie morgen aufs Polizeipräsidium und verlangen Sie Ihr Recht. Ich bestätige Ihnen gerne, dass Ihre Gitarre ein sehr gutes, wertvolles Instrument war. Na, also da haben wir aber schon Schlimmeres gesehen. Wieso? Was mit deiner Gitarre? Atomisiert! Ein Polizistenrüpel hat sie ihm zerstört. So, jetzt hole ich ein Pflaster und dann wird alles wieder gut. Der Mob trägt wieder Uniform. Gerold! Haben wir noch irgendwo ein Pflaster? So, hier ist Bettzeug. Und ein Pflaster. Wir müssen Herrn Simon heute ein bisschen schonen. Das war ein schwerer Schlag für ihn. Er hat ja seine Gitarre schon als Junge gehabt. Er hat praktisch mit ihr gelebt. Verstehen Sie? Wir sind Zeugen. Wir müssen uns diesen Tag merken. Ich will endlich leben. Weißt du eigentlich noch, warum wir alle nach München gezogen sind? Weißt du das noch? Diese Stadt will uns doch überhaupt nicht. Wir werden hier verachtet und ausgekotzt. Ich will weg hier. Irgendwohin. Das hier vergessen. Den Süden. Die Italiener, die lieben die Kunst, ich weiß das. Ich bin doch kein Hund, der winselt und den Schwanz einzieht. Nein, nein. So leicht werden die Münchner mich nicht wieder los. Ich brauche mein Recht. Verstehst du das nicht?
Sonst krepier ich. Die Frauen sind jetzt alle weg. Im Urlaub. Sitzen irgendwo in der Sommernacht. Haben jemanden zum Lieben. Morgen lesen sie in der Zeitung, was hier passiert ist und fühlen sich in Sicherheit. Verstehst du das denn nicht? Wir sind machtlos in diesem Bayern. Das dürfen wir nicht zulassen. Unter gar keinen Umständen. Eines Tages werden Sie Erfolg haben. Sie werden sehen, die Zukunft wird mir recht geben. Gestern wie heute. Schluck. Nein. Ich werde niemals etwas machen, was den Massen gefällt. Das schwöre ich mir. Die Masse ist krank und verroht, wie dieser Staat. Es lebe das Individuum. Ich habe so eine Sehnsucht in mir, die macht mich krank. Ich lasse euch das da. Ihr Frauen seid mir ein Rätsel. Ich bin wie eine Birke, eine Dornenhecke und wie eine Meduse im Meer. So einfach ist das. Nicht fort. War nicht so gemeint. Jetzt will ich aber allein sein. Die Gitarre im Schaufenster ansehen. Schon, aber vorsichtig, weil das ist ein ganz schönes Instrument. Sehr empfindlich. Ich pass schon auf. Wir können es fein nicht zum Wandern hernehmen. Und schon gar nicht nach Schwabing, dass auf der Straße einen Rabatz damit machen. Überhaupt, unter 200 Mark geht man die nicht raus. Ausgezeichnet. Ja. Würden Sie mir das Instrument zurücklegen, wenn ich was anzahle? 150 Mark muss ich schon haben. Dafür habe ich selber in Zahlung genommen. Mit 150 bin ich einverstanden. Ich habe jetzt 25. Reicht das als Anzahlung? Hoffe, die Zigarette aus mir wird nicht geraucht. Die Damen sind mir bitte. Ich lese mal. Das ist
Sind Sie das? Kommen Sie mal rein. Wer ist hier? Na? Sagst du es noch einmal? Alle miteinander. Schaut mal her, wie es mir zusammengekriegt hat. Schaut mal an. Ja, was waren denn Sie damals in der Nazi-Zeit? Ja, halt das Maul. Ja. Nein, ist er wahr, wenn es wahr ist. Ah, ja, ist ja, wahr, ja, dann soll ich mal sagen, was er war. Ja, ja. Sie kennen doch. Haben Sie nicht behauptet, ich hätte Ihre Gitarre zerstört? Das waren doch Sie. Ja. Um 23.15 Uhr, da haben Sie völlig ohne Grund meine Gitarre zerschlagen. Das waren Sie. Ich erkenne Sie wieder. Und ich fordere hier Schadensersatz. Sie Dreckiger, der Gratler, Sie. Sag das nochmal, hä? Es ist aber die Wahrheit. Hey, be careful. Don't tell them anything. They're Nazis. Halt du dein Maul hier, wer Deutsch redet. Ich will sofort Ihren Chef sprechen. Erich, komm mal her. Was wollt ihr? Wie heißen Sie? Hermann Simon. Wo wohnen Sie? Straße 1, 8 München 23. Und was haben wir denn kaputt gemacht, haben Sie gesagt? Meine Gitarre. Ach so, Schmarrn. Ja, er. Ah, sind Sie Musiker? Ja. Sie spielen Gitarre? Ja. Wo? Das war in der Dillesstraße. Ach, auf der Straße spielen Sie Gitarre? Nein. Ja, kommen Sie mal mit. Also, das war so. Hey, stop! Don't go with him! It's a trap! Ja, fix! Adresse haben wir. Ach, verdammt, das tut saumäßig weh. We made it. Ich habe immer wieder in meinem Leben mein Heil in der Flucht gesucht. Es gab Zeiten, da hatte ich mir eine eigene Fluchttheorie zurechtgebastelt. Wer flieht, steht nochmals seinen Mann, was wer erschlagen, nicht mehr kann. Immerhin hatte ich diese Einladung von Tommys Eltern auf die Insel Sylt erhalten. Und ich brauchte eine neue Gitarre. Und ich brauchte Geld. Außerdem hatten die Semesterferien begonnen. Was sollte ich noch in München, wo keiner der Freunde geblieben war? Bei mir war es keine Flucht. Ich fühlte mich alleingelassen in dieser Krawallstadt. Guck mal, der wird gefilmt. Stefan! 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 Ah, die Obermünchhausen. Stefan! Kennen Sie die Filmleute? Ja, sind Freunde von mir. Stefan! Stefan! Rob! Rob! Kennen Sie die Jungfilmer gut? Ja, sicher, sehr gut. Wissen Sie, was das für eine Station war? Rolandseck. Rolandseck? Wie kommt man da hin? Das ist die nächste Station. Bonn. Bonn? Zurück müssen Sie den Bummelzug nach Koblenz. Bonn auf Bahnhof. Der eingefahrene Zug fährt nach Wurzeln auf und dann weiter nach Dortmund. Wir haben Anschluss auf Gleis 2 Richtung Koblenz. Stefan! Rob!
Ihre Worte Abschied. Eine Wiese, ein Pferd, ein Himmel, ich. Jedem Anfang wohnt ein Zauber in. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen. Hinter dem Horizont noch einer. Dort wartete aber nix. Ich fahre weiter nach Dülmen. Helga. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Es waren drei Züge. Wo hast du eigentlich gesteckt? Ich habe einen kleinen Umweg gemacht. Und kriege ich die Mülken? Mülken? Du fährst ja wie ein Fußgänger, Fati. Früher warst du stolz auf mich, mein Kind. Mensch, Fati, pass auf! Du bist schon wieder weg. Die Klingel geht ja noch immer nicht. Mensch, Vati, 5 Monate, was habt ihr nur für Zeitbegriffe? Wo hast du nur gesteckt? Ich sehe gerade München im Fernsehen. Schön, dass du da bist, Kindchen. Was denn? Was siehst du denn über München? Riesenkrawall in Schwabing. Angefallen, der ist ein alter Kriminalbeamter aus und der auf mich eingeschlagen hat, obwohl ich ihm gesagt habe, ich wohne in der Wilhelmstraße 3, ich komme aus Landshut und ich bin kriegsversehrt. Wir gingen über diesen freien Platz ganz allein auf die Polizisten zu und da packt mich gleich einer vorn und schubst mich so zurück und dann sage ich, was fällt Ihnen ein, mich so anzufassen? Und das, die Antwort war gleich ein Gummiknüppel über den Kopf. Während der Dreharbeiten bei dem Krawall für das Fernsehen wurde ich von 2 Polizisten angegriffen. Und trotz meines Ausrufes, ich bin vom Fernsehen und Vorweisen der Kamera, schlugen sie auf mich ein. Ich habe gehört, dass Oberbürgermeister Dr. Vogel gesagt hätte, dass keine Mädchen geschlagen worden sind. Bitte schauen Sie mich an. Ich habe von Anfang an erklärt, Helga, solche Worte will ich in meinem Haus nicht hören. Alle Übergriffe, die vorgekommen sind, nicht gedeckt werden. Und ich stehe nicht an, dieses Wort des Mitleid und des Bedauerns zu sprechen. Gut, dann bin ich hineingefahren und habe etwa eine Viertelstunde lang über den Lautsprecher versucht, mit begütigenden und zur Vernunft mahnenden Worten auf die Anwesenden, die ja schon wieder auf der Fahrbahn standen, diese die schon wieder Autos anhielten, einzuwirken. Schalt das ab, ich will das gar nicht mehr sehen. Aber ich will das sehen. Einen vernünftigen Beifall gefunden, eine ganze Menge hat sich zerstreut. Eine andere sind meine Freunde mit bei. Anwesenheit des Oberbürgermeisters weiterhin den Verkehr aufgehalten. Diese Gammler sind deine Freunde? Ich verbiete dir so zu sprechen. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wovon ihr redet. So, du verbietest mir etwas. Kind, du bist in deinem Elternhaus. Vergiss das nicht. Und hier wird dieses Unterweltgesindel nicht gedeckt. Ich hätte Lust, ganz dünn in die Luft zu jagen. Aber Helga, Putzi, du bist ja ganz durcheinander. Macht dir die Hitze so zu schaffen oder ist es wegen München? Oder bist du unglücklich verliebt? Mir kannst du dich doch anvertrauen. Das weißt hoffentlich. Rücksichten. Lügen. Dann diese katastrophale Ruhe hier. Ihr kotzt mich an. Moralapostel. Schaut euch das an. Die ganze Zeit wollen sie nur mit dem Boom spielen.
Den komm mal rum. Macht auch. Halt den schön den Arm, den Arm hier. Halt still. Freundlich. 73. 73. 372. 373. 374. 375. 376. 377. Sie haben noch einen Führerschein? Ja. Sie sehen meine Kopfnarbe. Eine Kriegsverletzung. Hin und wieder hat mein Hirn so kleine Aussetzer. Ich verliere dann für Sekunden das Bewusstsein. Aber nur für Sekunden. Deshalb nehme ich immer einen Anhalter mit. Verstehen Sie? Damit ich unter Kontrolle bin. Alles klar? Sie fahren 160. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Nicht bei dem Wagen. Der liegt bombig in der Hand. Na, fassen Sie mal an. Minenbrett. Spüren Sie? Vorsicht! Sowas baut uns niemand in der Welt nach. Für mich kommt überhaupt nur noch Mercedes in Frage. Am besten, wir unterhalten uns. Dann spüren Sie gleich, ob meine grauen Zellen noch unter Strom stehen. Wahnsinnshitze heute. Manchmal bin ich froh über diesen Dachschaden. Ich kann mich nämlich an den Krieg und an die Hitlerzeit überhaupt nicht mehr erinnern. Die Zeit ist völlig ausgelöscht bei mir. Ich muss mich da auch nicht so quälen wie die anderen, die das nicht vergessen können. Dafür bin ich aber voll auf Zukunft eingestellt. Wissen Sie, Problem erkennen, Problem lösen. Das ist meine Devise. Sind Sie Ingenieur oder sowas? Nein, Kaufmann. Aber im technischen Bereich. Ich verstehe nichts von Technik. Dafür aber von Technikern. Wie sind die Techniker? Idioten! Sie müssen sie mit ihrem ganzen Kram einsperren und erst wieder rauslassen, bis sie alles einmal durchgelötet haben. Aber dann sind sie glücklich und müssen mit ihren Frauen Urlaub fahren. Keine Sorge, ich bin in Ordnung. Wo wollen Sie hin? Auf die Insel Sylt. Ich habe dort einen Ferienjob. Oh, doch nicht als Bademeister, so sehen Sie mir nämlich nicht aus. Nein, ich gebe Klavierunterricht. Musiker? Sieh mir mal einer an. Musiker. Musiker! Was war eben los? Nichts, wieso? Ich bin ohnmächtig geworden, haben Sie es nicht gemerkt? Nein, nicht die Spur. Sie müssen besser aufpassen. Also, ich werde jetzt sprechen, dann können Sie mich besser beobachten. Ich bin Offizier der deutschen Luftwaffe gewesen. 21, 22, 23. Die Liebenden in dieser Erzählung wissen, dass sie füreinander bestimmt sind und handeln mit tiefem Ernst. Vera Tschechowa, Enkelin von Olga Tschechowa, wurde 1940 in Berlin geboren. Ehe sie zum Film kam, besuchte sie eine Modeschule. Hat sie die Schauspieler in München mal kennengelernt? Hier steht, sie kennen sich alle aus Schwabinger Café. So stellt man sich in Dülmen und München vor, ne? Ich freue mich auf den Film. Der Titel klingt ja ein bisschen traurig. Wer nie sein Brot im Wetter aß, der weiß nicht, wie die Krümel jucken. Ich habe mir als Kind immer was zum Essen mit ins Bett genommen, weil die Mutter sagte, wer weiß, ob es morgen noch was gibt. Das war in der schlimmen Zeit. Hm. Ich habe auch noch Angewohnheiten aus diesen Jahren. Ja? Ich kann zum Beispiel kein Brot wegwerfen. Hartes Brot ist nicht hart, nur kein Brot ist hart. Schau mal, wer da kommt. Marianne! Na endlich! Beeil dich! Boah, guck mal. Sieht ja aus wie Carmen in Person. Eine richtige Dame. Alle zwei Fratzen haben hier geschlafen. Und jetzt habe ich in der Not die Oma gerufen. Ach, mein Gott.
Ich fühle mich, als wäre ich auf Abwägen. Mist, damals in Würzburg, wo ich den Westphal kennengelernt habe, da haben wir uns heimlich im Kino verkrochen, damit uns eine Frau nicht erzählen könnte. Habt schon Karten? Alle drei. Es war das erste Mal, dass ich München verlassen hatte. Seit meiner Ankunft aus dem Hunsrück hatte ich keine offenen Landschaften mehr gesehen. 2 Jahre lang hatten sich meine Augen an Straßenschluchten und künstlich beleuchtete Innenräume gewöhnt. Jetzt fühlte ich mich unsicher auf den Beinen, als ich dieses Provinznest betrat. Ich gab mir große Mühe, Herr der Lage zu bleiben. Ich war Hermann W. Simon, der geniale Komponist. Ohne Herkunft, ohne Heimat, wie Odysseus auf der Reise und soeben zufällig hier gestrandet. Was fällt Ihnen ein, hier einfach zu kloppen? Ich suche ein Fräulein Helga Aufschrei. Ich bin ein Freund von ihr aus München. Aus München auch noch. So sehen Sie aus, die Lümmel. Wissen Sie nicht, wie spät das ist? Ich glaube, 8:45. Schreien Sie doch nicht so. Die Nachbarn werden ja wach. Um die Zeit gehört sich das nicht mehr. Außerdem ist unser Helga nicht zu Hause. Ich bin auf der Durchreise. Wo kann ich Sie denn finden? Das weiß ich nicht. Und jetzt gehen Sie. Ich habe Mordshunger. Oh, Sie nun wieder, ne? Aber in Böhmen schläft schon wieder alles. Schlaf der Gerechten. Ja, Ernas Brutzelhütte. Meine Damen, was darf sein? Einmal Currywurst mit Brötchen. Einmal Currywurst mit Brötchen. Ich hätte auch gerne Wurst. Mit Senf. Nehmen wir eine Bratwurst? Ich möchte ein paar Frankfurt, ich meine Wiener. Haben wir heute nicht. Nehmen wir eine Bratwurst? Ja, dann nehme ich auch eine Bratwurst. Oh, da wird mir richtig schön schlecht werden nach dem viel Eis. Kannst du nicht von schlecht werden. Deine Spezialität von uns. Die soll nicht schmecken. Bitte sehr. Danke. Nächste. Bitte schön. Ich lade euch ein. Dolly. Was macht es? Danke. Danke. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Mensch, ich seh ihn weg. Hermann! Helga! Hermann! Dolly, guck mal! Wie kommst du hier her? Das ist er nun, der Hermann aus München. Guten Abend. Mensch, ich freue mich so, dass du hier bist. Mein Rücken. Es ist so ekelhaft. Wieso? Was ist denn mit deinem Rücken los? Zeig mal. Ihh! Sieht ja furchtbar aus. Was ist denn das her? Na, da hat so ein Polizist losgeprügelt, als ich ihn zur Rede stellen wollte. Der deine Gitarre kaputt gemacht hat. Hat er dich wiedererkannt? Ja, ich ihn, leider. Jetzt suchen sie mich in ganz München. Sieht's schlimm aus? Kommt, wir gehen zu mir. Ich habe nämlich eine Salbe, die hilft bei sowas. Also Helga, das sollten wir deinem Vati zeigen. Damit auch mal was begreifen tut, anstatt immer nur ins Fernsehen reinzuschauen. Ach, kannst du vergessen. Hast du Hunger? Soll ich dir auch eine Brutzelwurst spendieren? Ich hab schon Magenkrämpfe. Ach, dann lass es aber besser bleiben, du. Aber Marianne brutzelt dir vielleicht ein Rührei. Machst du das? Aber was sagst du, ist dass du jetzt nicht deinen Satz hast? Dein Mensch hat. Tabak und was? Hermann. Oh, Mensch. Soll ich ihn dir abnehmen? Ach, das macht ja nicht aus. Nötig. Vielen Dank. Aber hoffentlich schlafen die beiden Kleinen. Leise. Ist dein Mann schon zurück? Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Der ist doch in Basel auf dem Gynäkologenkongress. Wartet mal hier. Ich schau mal, ob die Luft rein ist. Das sieht sie nicht toll aus? Stimmt. Ich bin auch total verknallt in sie. So richtig südländisch. Manchmal, wenn ich sie sehe, also wenn ich ein Mann wäre, dann groß genug bin ich ja.
Sag doch mal, wie findest du sie denn? Ich kenn sie doch noch gar nicht. Ja, sicher, aber dein erster Eindruck. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Seht euch das an, der feine Herr aus München. Er äußert sich sehr vorsichtig. Marianne ist nämlich meine liebste Freundin hier. Außer dir natürlich, Dorli. Was tauchst du hier so plötzlich auf? Ist da irgendwas Bestimmtes vor? Das ist reiner Zufall. Ich war auf der Autobahn unterwegs nach Norden und da habe ich plötzlich das Schild gelesen. Dülmen. Und schon bin ich da. Ich bin nämlich schon 10 Stunden unterwegs. Sagt mal, kann ich hier eigentlich irgendwo übernachten? Nee, bei mir geht nicht gut. Die Oma schläft doch schon. Und bei dir? Ich habe mich vielleicht aufgeregt. Also ich muss mich jetzt bewegen, sonst zerspringe ich. Die Oma hat sich nämlich häuslich bei mir eingerichtet. Sitzt am Fernsehen und hat die Herrschaft im Haushalt übernommen. Also da können wir jetzt nicht anrücken, bevor sie schläft. Dolly, komm, wir gehen am besten zu dir in deine Speicherbude. Ich habe alles dabei. Martini Rosso. Einen fast echten Cognac vom Westwald deiner Oberschwester. Und eine Flasche Chardonnay du Pape. Oh, ich darf doch Hermanns Hinnen sein. Aber selbstverständlich. Ich heiße Marianne. Jetzt gehen wir auf durch das schönes Märchen, vor allem von hinten. Da, 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 da. Ach Mensch, Dolly, Kindsgott. Ich muss mir noch ein paar Zigaretten ziehen. Haben Sie vielleicht eine Marke? Moment, bitte. Danke. Für mich auch welche, ja? Lecker. War irgendwie nichts, ne? In der Bibliothek. Bist du noch sauer? Ach, Quatsch. Ich glaube, ich war genauso blöd. Kommt. Dornis Bude ist auch nicht zu verachten. Da haben wir schon manche tolle Nacht verbracht. Lass ihn nicht. Was ist ein Rührei? Nein, wie aus. Du bist Ah, Hermann, die Torten sind leider alle aus Gips. Nachtdekoration. Und die? Auch Gips. Als Gips. Hier drunter liegt die Überraschung. Und da oben, Hermann, da zeige ich dir jetzt, wo du schlafen kannst. Hier kannst du dich niederlassen. Aha. Gefällt dir? Wunderbar. Toll. Fantastisch. Verdammt. Kommt. Ja, gleich. Hier oben hat früher unser Konditormeister gewohnt. Und er war Junggeselle und hat nachts immer Klavier gespielt. Soll ich dir zeigen, wo? Komm. Hier gleich um die Ecke. Der Vorteil ist, hier hört uns keiner. Hier, Hermann, halt mal. Helga, Marianne, reicht ihr mir mal den Schirm drauf, unseren Schirm? Wir machen jetzt mal ein bisschen Tango-Beleuchtung. Dann sehen wir hier alle wie käsige Leichen aus. Helga, schau mal da nach den Kerzen, die liegen irgendwo beim Radio. Jo. Was sind? Okay, ja. Siehst du, Hermann? Aha. Willst du mal? Ja. Klingt gar nicht mal so schlecht. Klasse, Hermann.
schön kühl, gell? Schön, wie du spielst. Siehst du? Wir knien vor dir und bewundern dich. Ich kann stundenlang so zuhören. Weißt du, dass ich nie gehört habe, wenn du was Klassisches spielst? Fast hätte ich ja gedacht, du kannst das gar nicht. Essen denken. Hast du denn was da? Ich hätte nichts dagegen. Klar habe ich was da. Siehst du, Helga, sag ich doch. Künstler sind auch Menschen. Auf du und du miteinander trinken, Hermann. Hermann? Marianne? Wenn du ausgeküsst hast, darf ich dann auch mal? Das berühmteste von ganz Köln. Probier mal was. So? Mhm. Was die ist? Allerberühmteste. Was die ist noch berühmter als die Wildpferde. Ah. Schokolade? Ich hab schon ewig keine Creme von Malaya. Oh, meine Klassen. Oh.
Ich habe drei gepfindert haben. Das noch viel mehr. Pass mal auf, Goldie. Essen wir beide jetzt ganz allein. Ja. Das darf, es wird euch gleich schlecht werden. Ach was, das müssen wir auch mal probieren. Ja, danke, danke, mag nicht. Wieso denn? Das ist doch genau das Richtige nach der Brutzelwurst. Lecker, oder? Ja, toll. Ja. War schon viel besser. Ja? Gib Acht. Es spricht die tiefe Mitternacht. Ich schlief. Ich schlief. Aus tiefem Traum bin ich erwacht. Die Welt ist tief. Tiefer als der Tag gedacht. Tief ist der Weg. Lust. Tiefer noch als Herzeleid. Weh spricht Vergeh. Doch alle Lust will Ewigkeit. Will Tiefe. Tiefe Ewigkeit. Lass mich mal ran. Helga. 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 Oh. Sie kommt zu sich. Hm. Was ist denn los? Ganz ruhig. Hm? Du warst bewusstlos. Bleib. Was ist denn los? Sie muss hier zu. Sie muss liegen bleiben. Sie muss sich doch jetzt aufrichten. Jetzt. Wie fühlst du dich? Sag was. Ein bisschen flau im Kopf. Komm, Hermann, fass mal mit an. Wir legen sie jetzt mal hin, was? Dann geht's dir gleich besser. Ja, komm, Helga. Oh. Ja, geht schon. Komm. Vorsicht. Ach, Helga. So, ganz nice. Die Beine hoch. So, jetzt legst du dich ganz entspannt hin und atmest tief in den Bauch ein. Jetzt hör auf mich. Ganz ruhig. Ich will nach Hause. Ich glaube auch, dass das alles ein bisschen viel war. Ich finde, der Helga hat recht. Wir sollten alle schleunigst heimgehen und schlafen. Nee, ich will nach Hause. Geht's dir besser? Gut, wenn du mal ja. Ich bringe dich nach Hause, Helga. Es ist aber auch viel zu heiß hier oben. Ja, das stimmt. Ich mach jetzt mal Luft. Glaubst du, dass du auf eigenen Beinen gehen kannst? Komm.
Setz dich mal einen Moment hier hin. Gut. Wir wollen uns verabschieden. Ja, gut. Wir gehen jetzt. Es war sehr schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Bleibst doch noch bis morgen. Bitte. Ja, sicher. Keine Angst. Ich behalte ihn hier. Ich sperre ihn hier ein. Eine ganz kurze Zeit lang hatte ich die Ahnung, alles könnte möglich sein. Ich zitterte. War das der Anfang von etwas ganz Neuem? Freiheit. Jetzt bekam ich Angst. Ich wollte allein sein. Und gleichzeitig wäre ich am liebsten in eine riesige Menschenmenge eingetaucht. Wäre nur eine Stimme von tausend Stimmen gewesen. Hätte mein Bewusstsein dort verloren, als Teil eines großen, allgemeinen Aufschreis. So fühlte ich mich. Jetzt sehe ich endlich mal dein Zimmer, Helga. Ist das nicht, als ob die Zeit stillsteht? Du kannst jetzt gehen. Marianne, zum Glück bist du da. Was ist denn nun mit Helga? Geht's ihr besser? Ja. Die Aufregung ist mir richtig in die Knie gefahren. Sieh mal. Sieh mal, wie ich in den Händen sitze. Ich muss mich bei dir festhalten, okay? Darfst mit mir kommen. Ja? Die Oma ist sicher schon weggegangen, weißt? Die kann nämlich auf meinem Sofa nicht schlafen wegen ihrem schlimmen Knie. Das ist mein Glück. Manchmal muss ich über mich selber staunen, wie ich alles so vergessen kann. Die Kinder vergesse ich, den Haushalt und den Westfall, den ich doch so gern habe. Glaub mir das, Dolly, ich habe meinen Mann wirklich lieb und trotzdem bin ich dauernd am Ausreißen. Dein Mann? Das ist genau mein Typ. Ich habe ihn aus Liebe geheiratet, wie man so sagt. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir damals getrieben haben in Würzburg. Wir haben uns zusammen in der Röntgenabteilung eingesperrt. Sogar auf dem Klo. Nein. 7 Minuten später sind wir rausgekommen, als wäre nichts gewesen. Was? 7 Minuten? Weißt du, ich war damals Vollschwester in Würzburg. Und der Westphal, der war verheiratet und die Zwillinge, die waren schon unterwegs. Ja, und deswegen hat er ja die Stelle in Münster angenommen, weil seine Mutter hier wohnt. Hat er eigentlich auch einen Vornamen, dein Mann? Walter heißt er. Walter. Aber weißt du, ich habe mir das so angewöhnt, ihn offiziell nicht zu duzen. Ich möchte heute noch am liebsten Sie zu ihm sagen. Dass immer wieder das Verbotene so schön ist. Woran liegt das nur, Dolly? Ich hab gedacht, ihr schlaft schon längst und träumt was Schönes. Ist die Oma denn schon weggegangen? Ich bring euch jetzt ins Kinderzimmer und bleib euch bei euch. Ja? Ja, ich komm mit. Ja, ich bin's. Habe ich mir doch fast gedacht. Komm rein. Ich hab
so ein schlechtes Gewissen. Ich kann überhaupt nicht schlafen. Ich hab euch doch mehr oder weniger den ganzen Abend verdorben. Oder nicht? Jetzt setz dich erstmal richtig dahin. Marianne, ich muss dich mal was fragen. Du hast ja schon so viel erlebt. Was ist besser? Wenn man es das erste Mal mit einem macht, den man richtig liebt? Oder mit einem, der einfach nur gut aussieht? Sag mal. Kennst du einen, der einfach nur gut aussieht? Helga, du stellst Fragen, die gibt's gar nicht. Ich verstehe dich aber irgendwie. Du bist ja lieb. Aber jetzt muss endlich Schluss sein mit dieser verrückten Nacht. Ich merke ganz genau, dass er mich gar nicht als Frau ansieht. Dabei bin ich heute 23 geworden. Ach ja. Du hast ja Geburtstag. Alles Gute, Helga. Herzlichen Glückwunsch. Dich gleich auf. Geht's dir wieder besser? Da gucken jetzt schon wieder die Raubtiere. Schau mal die Frau da drüben im Pelz an. Da. Was? Wo? Da im Pelz. Kuchenfressende Pelztiere. So bist du eigentlich gekommen? Ich weiß nicht. Er wusste mit dem Instinkt des Mannes, dass das Schicksal in den Dülmen erwartet. Hm? Was? Guten Mittag. Dass die Mutter sieht. Ja, hat auch mal wieder was zu tun. Die Frauen lieben dich, Hermann. So? Ich liebe ja auch die Frauen. Tatsächlich. Das regnet. Tja. Sehen Sie wohl, das ist der englische Tiefausläufer, den Sie uns seit 3 Tagen versprochen haben. Mensch, kann man die Torte bekommen? Das hast du eigentlich heute Morgen damit gemeint? Ja, und dann guck über die Männer, dass die morgens alle gleich sind. Da war ich ja ganz gespannt. Geh zu. Jede Frau hat halt ihr Geheimnis. Ja, ja. Ich meins auch. So ein... Helga! Glaubst du mal? Ja. Hallo! Ich bin da! Guten Abend! Oh, ist es am Regen?
Geben Sie her. Das ist der Herr Simon aus München. Ja. Und dann ist die Frau Aufschlag. Na, diesmal sind Sie ja angemeldet, junger Mann. Oh, Thomas, ja. Ich bin dich. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Jahre Zimmer. Wieder. Danke. Na, hallo. Hallo. Essen ist gleich fertig. Lass mal, Oma, ich mach das schon. Hermann ist ja schließlich mein Gast. Danke. Lass mich mal besser hierbleiben, bis die Tagesschau vorbei ist. Vati sieht sich wieder die Münchner Krawalle an. Schon der vierte Tag. Wenn wir jetzt runtergehen, gibt's sowieso nur Krach. Am Freitag wird in den Stadtteilen an der Ruhr und in Aachen eine neue Uhrabstimmung stattfinden. Wir sind geflohen. Das bedrückt mich manchmal. Komm doch mal her. Wieso? Hier. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen, als eine Streifenwagenbesatzung drei musizierende Jugendliche festnahm. Seit nunmehr vier Nächten kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen meist jugendlichen Randalierern und der Polizei, die auch gestern Nacht mit Schlagstöcken gegen die Menge vorgestellt. Diese Rabauken, der unerhört. Oberbürgermeister Vogel rief die Bevölkerung auf, in den Abendstunden den Bereich um die Schwabinger Leopoldstraße zu meiden. Guck mal, Mädchen dabei. Weiterhin wird in der Öffentlichkeit Kritik am Vorgehen der Polizei laut, der übertriebene Härte und wahllose Festnahmen vorgeworfen werden. Ja, siehst du? Für freundschaftliche Beziehungen zwischen den Deutschen und dem britischen Volk. Komm, die Suche ist ein. Komm, jetzt durch. Ich doch jetzt wirklich. Jetzt lass mal. Wann haben Sie denn Ihren Geburtstag, Hermann? Am 29. Mai. Herr Simon, bitte. So, danke. Am selben Tag wie John F. Kennedy übrigens. Ein großes Vorbild haben Sie da. Das Bild der ewigen Jugend. Und katholisch ist er auch noch, ne? 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 Mhm. So, Vati, jetzt darfst du sprechen. Aber nicht so lang, dass die Suppe kalt wird. Liebes Geburtstagskind, ich freue mich, dass du uns heute einen so großartigen Besuch ins Haus bringst. Das beweist wiederum deinen Charakter und deine Persönlichkeit, die wir, deine Eltern, immer respektiert haben. Vielleicht ist es für Herrn Simon nicht uninteressant, etwas vom Charakter dieses Landes, auch sprachlich, kennenzulernen. Wenn ich so einen vermoosten Musikus wäre, es hey, dann da ich es ja nur wagen und da ich die obt Klavier ins Ständchen bringen. Aber da zahlt ihn Freund, dann Herr Locher wohl, für mich noch an. Herr Simon, hier wird werden, hier sind eine Familie, Sie sind hier in einer Familie, wo von Anfang an die Musik einen grauten Namen und einen Haugenplatz in nur mit. Und vielleicht ist es auch das, Herr Simon, was Use Helga jo bein kann. Die Suppe wird kalt, Willi. Das kannst du allen her persönlich besprechen. Ist gut. Also, dann lot uns nu anstauten, ob dat wohl van unser Geburtstagskind und ob den Besuch und die schöne Stadt van de deutsche Kunst. Prost. 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 Ja. Prost. Oma. Prost. Ah, das ist.
Helga? Bei uns im Café, da sitzt der Kurt Wild mit einer Pistole. Der wartet auf dich. Kein Quatsch, Dolly. Tatsache. Ich habe ihn auch angesprochen und gefragt, warum er da so finster rumsitzt. Da hat er mit Grabesstimme geantwortet, dass er entweder dich oder sich oder einen Hermann erschießen will. Kurt Wild, das ist der Sohn aus dem hiesigen Sägewerk. Dreimal beim Abitur durchgefallen. Sehr ungewöhnlich. Helgas Verehrer, seit sie 16 war. Ja, ja, wir wissen's alle. Er hat dich heute im Café beobachtet, als du dem Hermann geküsst hast. Ist es gut, Dolly, ja? Geküsst? Was soll der denn bloß eine Pistole hier haben? Das weiß ich doch nicht. Hast du jetzt Angst, Hermann? Lieblingsspeise. Sie nehmen nur noch einen, gell? Ja, meine Mutter. Ja, im Hunsrück, wir machen da auch Kartoffelkläs. Aber das sind viel größere. Die sind gefüllt mit Hackfleisch. Kartoffelkläs rheinischer Art, sagt man dazu. Oder man sage Krummbeerekläs, wenn ihr das was sagt. Ich habe schon lange mehr so etwas gegessen. Bin ich jetzt eigentlich auf Kartoffelkläs gekommen? Mutti hat dich danach gefragt. Ah ja. Also, wir essen sowas manchmal auch im Hunsrück. Nun spiel doch mal was auf dem Klavier, Hermann. Ich würde mich sehr freuen. Oh ja. Nur mein Dommusikus. Na ja, gut. Bitte, Herr. Soll ich eigentlich spielen? Ja, was wollen Sie denn spielen? Was Schönes! Haben Sie vielleicht Noten? Herr Helga, geh doch mal auf mein Zimmer. Oben rechts auf dem Regal, ganz rechts, da liegen die Chopin-Stücke. So, dann können wir inzwischen schon mal schnell abräumen. Dolly, gib doch mal den Telefon. Oma? Nee, ich hab noch so viel. Ich esse noch auf. Und du, Fadi? Dir fällt nichts ein, gell? Fadi? Ja? Da sind keine Noten. Dummerchen. Komm, dann geh ich mit dir und zeig sie dir. Dolly, komm, und wir räumen jetzt mal hier zusammen ab. Hilf mir mal bitte, ja? Glauben Sie, mein junger Mann, wir haben Noten jede Menge. Ich muss dir noch was geben. Da drin ist die Mark, die du mir gestern Abend geliehen hast. Mit Dank zurück.
Was Dolly eben über den Kurt Wild gesagt hat, das dürfen Sie nicht so ernst nehmen, Hermann. Das war nur ein Scherz. Bitte. Guck mal, das konnte ich früher alles mal spielen. Vierhändig. Wollen wir nicht das mal probieren? Wenn du meinst. Komm. Schöne Minka, russisches Volkslied, das ist doch nicht zu schnell. Moment. Drei, vier. Stück. Das war doch viel schöner. Findest du es noch, Helga? Mhm. Na, Helga, darf ich mal schnell eure Toilette benutzen? Na, sicher. Hier, please. Kommen Sie, Herr Emma. Ja. Hier. Sie kennen sie, ne? Komm heute Nacht zu mir. Ich meine, ich die Blume kaputt. Nein. Das wird ja wohl eher von Dolly sein, ne? Große Stimme, ja? Junger Mann, wissen Sie eigentlich, dass in Dülmen nur einer hinscheißen kann? Falsch, Oma. Dass in Dülmen keiner mehr hinscheißen kann, muss das heißen. Ja, weil Dolis Eltern nämlich schon hinscheißen. Wo kämen wir denn hin, wenn hier jeder hinscheißen kann? Es genügt ja, wenn einer hinscheißt. Ja, das habe ich doch gesagt. Nur einer kann hier in Dülmen hinscheißen. Jetzt aber genug, ja? Ich finde es geschmacklos, so blöde Scherze auf Kosten anderer zu machen. Ist doch mit unserem Namen genauso möglich, nicht? Herr Aufschrei! Hermann besucht mich hier. Und nicht die Stadt Dülmen. Beschissene Provinznest mit seinem blöden Spießerwitz. Hier schlägt's aber 13. Was hast du dir für einen Ton angewöhnt? Ist das der Ton in Münchner Studentenkreisen? Das sehen wir jeden Tag im Fernsehen, was dabei rauskommt. Kerl, dann nicht auszuhalten, wie verlogen das hier alles zugeht. Ach, lass doch, Helga. Ich mach mir doch nichts draus. Dolly. Dass dir sowas gefallen lässt, das verstehe ich nicht. Helga, ich bin saumüde. Ich habe seit Tagen schon nicht mehr geschlafen. Das verstehst du doch, oder? Sei mir nicht böse, wenn ich mich jetzt verabschiede. Nein, überhaupt nicht. Aufschrei. Ich an deiner Stelle würde auch gehen. Wiedersehen, Frau Aufschrei. War sehr nett. Danke. Vielen Dank für die Torte. Ich nehme es keinem übel, der jetzt geht. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, Marianne. Warte, ich komme gleich mit. Ich mache mir nämlich plötzlich so Sorgen um die Zwillinge. Oh, das ist aber schade. Gute Nacht. Bis bald. Vielen Dank. Ganz herzlichen Gruß an deinen Mann, Marianne. Das mache ich, ja. Er ist ja nun doch nicht gekommen. Ja, er ist in Basel. Wiedersehen. Das ist ein Geburtstag. Von Gottes Gnaden. Willi! Helga, die haben dir doch noch gar nicht dein Geschenk gegeben. Nee, Paddy. Ich will jetzt auch lieber mit Hermann allein sein. Komm mit dir nach oben. Ich liebe dich. Nimm mich. Bitte. Ich liebe dich auch.
Meinst du nicht, dass deine Eltern jetzt sauer sind? Vergiss sie. Wir müssen sie sofort vergessen. Na gut. Ich will's probieren. Da ist Rum drin. Was denn hier? Fällt's dir? Das höre ich doch ganz deutlich. Ist doch egal. Mir aber nicht. Fühl mal, was für ein Herzklopfen ich hab. Helga, tu mir das nicht an! Jetzt geh endlich! Du bist ja blau, Emma! Helga, ich kann nicht. Ich schwöre dir, das geht so nicht. Verdammte Spießerfamilie, könnt ihr mich denn nicht einmal in Ruhe lassen? Ich werde ja noch wahnsinnig! Egal. Ich finde, du solltest jetzt rausgehen. Das wird doch so nichts. Scheiße! Mach die Tür nicht zu, ja? Ich komme heute Nacht wieder, wenn alle schlafen. Tust du das? Helga, ich kenne dich nimmer wieder. Noch niemals, wenn du verlobt wärst, dürfte ich das erlauben. Was denn erlauben? Sprich's doch aus.
Bring wenigstens ein Wort über die Lippen, Spießerin! So ein Wort würde ich nie in den Mund nehmen! Du Schande ist das! Gestern, wie ich dich gesehen habe, da habe ich zu mir gesagt, Marianne, pass auf, tu ihm nicht weh. Tu ihm nicht weh? Du schaust aus wie einer, der verletzt worden ist. Ich meine, schon vor langer Zeit. Deine Augen, die schauen einen so fragend an. Ganz scheu hast du mich begrüßt. Geheimnisvoll. Erzähl mir was von dir. Ich bin 22. Mein Vater ist im Krieg gestorben. Ich studiere Komposition. Habe keine Freundin. Was willst du wissen? Du bist so zärtlich. Das ist schön. Und ganz anders als... Als? Du hast die ganze Zeit die Augen zugehabt. Wo warst du mit deinen Gedanken? Ich hab's vergessen. Du riechst gut. Das erinnert mich an. Ich hab's vergessen. Ich bin 11 Jahre älter als du. 11 Jahre älter? Ist das so schlimm? Nee, überhaupt nicht. Du siehst so erschrocken aus. Kennst du das auch? Dass du manchmal das Gefühl hast, dass genau das habe ich schon mal erlebt. Manchmal, wenn ich einen Klang höre oder ein Bild sehe, bin ich ganz sicher, das kenne ich. Das habe ich schon mal erlebt. Vielleicht war ich schon mal auf der Welt. Als Tier vielleicht.
In einem anderen Land? Oder einem anderen Jahrhundert? Dein Rücken ist schon wieder fast gut. Manchmal fühle ich mich beobachtet. Da war einmal ein Zimmer mit einem großen Spiegel. Als ich 16 war, das war meine große Liebe. Es tut immer noch weh, gell? Ja. Hast du auch Hunger? Bestimmt. Ich mache uns was zu essen. Ich habe gespürt, dass du was verbergst. Ich verstehe dich. Helga, ich habe einen sehr leichten Schlaf. Hermann! Hermann, mach auf! Der ist weg. Das ist auch besser so. Marianne. Komm, komm, Hermann, komm unter die Decke. Weiß jemand, dass du da bist? Wie soll jemand wissen, wo ich hingegangen bin? Wenn Helga inzwischen herausgefunden hat, dass ich nicht mehr in dem Zimmer bin. Aber wie soll sie dann wissen, dass ich hier bin? Wir müssen das jetzt einfach vergessen. Das ist deine Trauer, ne? Ich bin aber ganz real. Und gerade deswegen bist du ein Traum, ne?
ist unmöglich. Ganz unmöglich. Der ist doch auf dem Gynäkologenkongress in Basel. Kinder werden doch wach. Den hier soll ich abgeben. Und ich bekäme eine Mark dafür. Wer hat das gesagt? Das darf ich nicht sagen. Dann gibt's auch keine Mark. Verschwind jetzt. Wir wissen, wo du bist, Helga und Toni. Für dich. Für mich? Du wirst verfolgt. Helga liebt dich. Meinst du, die sind noch da draußen? Sie kann überall versteckt sein. Meinst du, sie macht Skandal? Ich glaube nicht. Und wenn schon, sowas nennt man hier Liebe. Du meinst doch nicht mich? Nein. Sei froh, dass du in einer Großstadt lebst. Hermann. Da nimmt keiner vom anderen Notiz. Darum beneide ich dich. Ich seh's dir ja an, du wirst ja ganz blass um die Nase. Ist doch meine Sache, oder? Guten Morgen, Frau Kowalski. Guten Morgen, Frau Dinika. Du machst, was du willst und ich mach, was ich will, klar? Ich bin deine Freundin, das ist alles. Ich fahre nach München zurück. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Meer sah. Ich stellte mir vor, dass hinter der Horizontlinie England lag. Und dort, wo die Sonne unterging, irgendwo weit hinter der Erdkrümmung, Amerika. Hier auf der Insel war der Gedanke, unterwegs zu sein, auf der Suche nach etwas, das ich nicht benennen konnte, so mächtig in mir wie noch nie. Auf einmal verstand ich, warum die Menschen von Fernweh überwältigt werden und ihre Heimat verlassen.
Ich war aus München geflohen. Ich war aus der Enge des Hunsrückdorfes geflohen. Ich war aus Dülmen geflohen. Aber ich hatte ein Ziel. Es war verborgen in mir. Hallo? Bist du allein? Die gefällt mir am besten. Dir auch? Und was macht's Klavier üben? Sehen Sie? Mit echtem Gold. Probieren? Ja, mein Ding. Komm, setz dich mal hin. Pass mal auf, Tommy. Stell dir vor, alle Töne sind Frauen. Junge und Alte. Blonde und Schwarze. Tommy, ich zeig dir mal was. Okay. Wieder Ruhe im Stadtteil Schwabing eingekehrt. Starke Polizeikräfte waren auch gestern Nacht entlang der Schwabinger Leopoldstraße postiert. Sie mussten jedoch nicht eingreifen. Im Verlauf der bisherigen Auseinandersetzungen war es zu mehr als 200 Festnahmen gekommen. Mittlerweile herrscht auf der Münchner Flanierstraße wieder das gewohnte Treiben. Über das Vorgehen der Polizei in den Krawallnächten kam es heute zu heftigen Debatten im Münchner Stadtrat. Eine Untersuchung über den Polizeieinsatz wurde angekündigt. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage am Donnerstag, den 26. Mit dem Tiefausläufer, der von den britischen Inseln über die Nordsee, Westfalen, den Hunsrück und die deutschen Mittelgebirge ins Alpenvorland gezogen war, hatte es eine allgemeine Abkühlung gegeben. Der Regen, der gestern noch die Kreisstadt Dülmen gestreift hatte, ergoss sich heute über die Straßen von München. Die Polizei hatte wieder auf die randalierende Großstadtjugend gewartet, die aber war ausgeblieben. Am fünften Abend fielen die Schwabinger Krawalle ins Wasser. So einfach war das Ende. Hallo. Ich blieb 5 Wochen auf Sylt
und verdiente bei Tommys Eltern genug Geld, um mir die neue Gitarre zu kaufen. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie schon lange hier? Scheint niemand da zu sein. Geben Sie mir das Instrument, das ist wertvoll. Ich weiß. Gehört Sie zum Geschäft? Ich bin die Chefin. Ach so, ich wollte das Instrument abholen. Hier ist der Rest von dem Geld, 125 Mark. Du brauchst dich nicht ausgeschlossen fühlen. Ich nehme an, der Kuchen war für dich bestimmt. Wir haben uns erlaubt, das Päckchen hier schon mal aufzumachen. Es roch einfach viel zu gut. Zeig doch mal her, weil wir wissen, der Kuchen. Hier, Absender, Dülmen, Westfalen, Helga, Dorli und Marianne. Aus mit der Sprache. Da. Wer hast du? Grüß dich, Rob. Hallo. Da, ist auch noch ein charmanter Brief dabei. Den haben wir natürlich nicht geöffnet. Wir wissen ja, was sich gehört. Ist da mehr drin? Nun? Eine echte Ramirez. Hast du Tag und Nacht geübt? Und? Was macht die Arbeit? Irrtümer. Umwege. Schade, eigentlich. Thank you.